Hi Lieben, ja, ich habe es fünfmal angefangen und ich habe es nicht geschafft, ohne zu weinen. Also ich glaube, dass ich jetzt noch einmal Endlich anfange. hat das Paket den Weg zu dir gefunden. Du bist ein ganz zauberhafter Mensch und du bist in der letzten Zeit so aufgeblüht. Bleib so, wie du bist, so bist du top. Man merkt dir an, dass deine Videos von Herzen kommen. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns nimmst, mit deinen Videos und eine Freude bereitest. Du hast deinen Platz in meinem Herzen, du und dein kleiner Mann. Ich hoffe, dass du eine Freude an dem Paket hast, Bussi, Jessie, Staheli. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dem Paket und auch eine kleine Karte hätte gereicht, meine Liebe. Wie gesagt, halb das Paket ein bisschen länger gedauert, weil die Jessie Staheli hat auch viele Untersuchungen gehabt, ärztliche, und ich sage immer so, Gesundheit geht vor. Ich habe sie da nie gestresst oder gesagt, sie muss das Paket schicken oder so. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Paket einfach schicken, wann sie kann. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt die Kamera umgedreht, weil ich euch erzählen wollte, warum mich das alles irgendwie ein bisschen so traurig gemacht hat, denn liebe Jessie Staheli hat damals in Ex-Jugoslawien, hat sie damals im Krieg ausgeholfen. Und ich habe sehr viele auch Geschichten gehört von meiner Oma oder Urli-Oma. Und es hat mich dann alles ein bisschen sehr mitgenommen. Und dass die Jessie Staheli verdient wirklich einen Respekt. Die hat damals im Krieg den Essen verteilt, den Menschen Gewand gegeben, und ich glaube sogar, dass sie auch auf Instagram so ein Bild hat, wo sie mit einem Rettungswagen sitzt. Und ja, das kann ihr keiner nehmen, diese auch Erinnerungen, auch schöne Erinnerungen, auch sicherlich auch traurige Erinnerungen. Aber ja, und das hat mich jetzt gerade so mitgenommen. Ja, meine Liebe, ich danke dir für deine warmen Worte, hat mich auch natürlich jetzt auch ein bisschen sehr emotional gemacht. Und auch das, was du alles erlebt hast und alles. Und deswegen ich wollte eigentlich die Kamera umdrehen erzählen, aber ihr habt es gemerkt, ich habe es immer wieder ein bisschen unterbrochen. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Ich habe Paket, mich denn jetzt ich ein bisschen hoffe. zusammengerissen. Ich habe von der lieben Jessie Staheli ein bisschen was genascht, was im Paket war. Und jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt bin ich wieder bereit. So, ja, ich danke dir für diese lieben, warmen Wörter. Ja, das stimmt. Ich bin in der letzten Zeit aufgeblüht, weil ich einfach ein bisschen, was ich mache, ein bisschen sicher bin, und ich freue mich, wenn die Kommentare kommen, wenn die Leute, wenn ich sehe, dass es euch gefällt und dass die Aufrufe passen, dann weiß man auch, dass man alles richtig gemacht hat. Genau. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir legen mit diesem Paket los. Dieses Paket hat 7,5 Kilo und dass so viel drinnen ist, das war nicht ausgemacht, aber natürlich freue ich mich sehr. Ich habe euch ein Foto, das ich euch jetzt gleich dann einblenden werde, jetzt oder nachher, weil die Jessie hat auch an meinen Sohn gedacht. Das sind nämlich auch ein paar Badezusätze. Und da werde ich jetzt nicht meinen Sohn extra herholen, denn wie ihr vielleicht wisst, sobald die Kinder im Video sind, werden die Kommentare deaktiviert, außer ich filme ihn von hinten oder so. Dann geht das ja noch, aber wenn ich ihm jetzt einfach, und ich will ehrlich gesagt auch nicht, dass der Kleine hier zu sehen ist, weil das soll er dann selber entscheiden, wenn er dann älter ist, ne? Also wenn ich ihn ein bisschen so verdecke und so, ja, aber ich will nicht, dass er im Video ist, sobald er dann entscheiden kann, was er will. So, genau, also das hat sie hat ja schon vorher gekauft, also ich glaube, das war schon im April oder Februar. Sie hat immer wieder etwas mitgenommen, wie sie gesehen hat. Das mache ich ja auch gerne, wenn ich weiß, ich habe mit jemandem ein Tauschpaket oder ein Zuschauerposter. Wenn ich was sehe, schnappe ich das und nehme das mit. Also sie hat auch gesagt, und sie hat mich auch gefragt, und ich habe gesagt, leg den Osterhasen einfach rein. Es ist egal, solange das Ablaufdatum gut ist, kann man es ja noch essen. Genau. Und was ihm sehr gut gefallen hat, ist von dieser Sakrotan, diese Kids-Seife. Die haben wir gestern schon gleich geöffnet. Das ist super mit diesem Chase, mit diesem Polizeihund.
ja, da hat er sich natürlich sehr gefreut und er liebt es, seine Hände zu waschen. Ihm macht das sehr viel Spaß. Und wenn die Mama immer da so coole Seifen kauft oder wie die Jessie, dann macht den Kindern das noch mehr Spaß. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Paket ist rampenvoll und sehr, sehr schwer. Ich habe hier so eine süße Milka-Tasche bekommen. Und die finde ich sehr süß. Die werde ich mir aufheben zu Ostern. Da drinnen sind einmal schon 3, glaube ich, Duschschaums und da freue ich mich sehr, denn hier steht Isana Exotic Party Duschschaum plus Body Lotion 2 in 1 und da hat die Jessie super toll aufgepasst. Ich liebe Kokos, alles was mit Kokos, Vanille, süße Düfte, das sind meine Düfte. Da freue ich mich sehr, ich schätze mal, das wird eine neue Limited Edition sein, also ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen, da freue ich mich sehr. Ich glaube, das werde ich mir im Urlaub mitnehmen. Dann hat sie mir einmal von Bilou, da freue ich mich richtig sehr, denn ich habe mir diese Sorte gekauft, Kaugummi-mäßig, aber ich habe mir keinen Duschschaum gekauft, denn ich habe dieses Mal gesagt, ich bin ein bisschen sparsam mit den Duschschäumen, aber ich freue mich sehr, denn ich wollte ihn schon so oft kaufen und ich glaube, dass der René gesagt hat, dass der gut ist, also jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich ihn habe. Und dann hat sie mir einmal von Isana Duschschaum und Bodylotion mit Mandelöl und Pfirsichduft und da freue ich mich sehr. Jeder, der mich kennt, weiß, Disney geht bei mir immer und I love it. Da sage ich dir wirklich sehr danke, dass du alle 3 super toll getroffen. Dankeschön. So, dann hat sie ja Süßigkeiten, die ich euch auch gezeigt habe, reingegeben, das werde ich mir teilen mit meinem Sohn. Dankeschön. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir mal an mit dem, was ich als allererster gesehen habe. Und zwar ist da eine Palette von Revolution dabei. Und ich glaube, dass ich diese Marke schon einmal gesehen habe auf Instagram. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe sie mir nicht bestellt. Und die liebe Jessie Staheli hat sich Palettensammlung von mir angeschaut und sie hat gesehen, dass ich diese Palette nicht habe. Und wisst ihr, was ich das Schönste dran finde? Dass hier sogar Jasmin steht. Schaut mal her, da steht sogar auch Jasmin dabei. Also das finde ich natürlich wieder mal ganz reizend. Alles, was mit meinem Namen ist, finde ich cool. So, ich habe meine Scheren gestern alle versteckt, das hat einen Grund, aber ja, jetzt muss ich mit einem Messer. So, und die Verpackung schaut sicherlich wieder mal top aus. Kommt's raus? Sehr schwer. So, jetzt haben wir sie. Ui, das ist aber wirklich schön. Schaut euch einmal an, wie schön das ist. Das ist wieder mal so schön, dass ich es am liebsten wieder dorthin stellen möchte. Aber ich habe dort fast auch keinen Platz mehr. Aber ich werde mir was überlegen. Und zwar ist diese Palette, wow, die ist auch sehr schön. Diese Palette hat hier ein paar Highlighter. Da hat sie ein Kompakt, also das ist so wie ein Kompaktpuder. Ich mache sie mal auf. Da ist ein bisschen was, aber es ist nicht so schlimm. Das ist nicht kaputt, das ist nur ein bisschen was abgebröselt. Hier gibt es Frog, Feel It, School Papier, das Grüne. Das Grüne wird heute auch sehr gut passen zu meinen. Schau mal, wie die Qualität ist. Ja, super. Also Revolution hat schöne Qualität. Ich zeige euch das noch einmal. So, ich werde mir hier ein bisschen Licht machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt ganz dunkel bin. Ich komme gleich wieder. So, ich habe mir ein bisschen künstliches Licht gemacht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen dunkel bin. Oder kommt mir das so vor, obwohl die Sonne eigentlich hier reinscheint. Naja, schauen wir mal. Dann das nächste fische ich raus von For Beauty, eine Natur Rush, ein Rouge-Pinsel. Ja, super. Also, ich muss euch sagen, Make-up-Schwämme, Make-up-Pinsel, es geht immer. Denn wenn man sich viel schminkt oder jeden Tag halb, dann wird das schnell dreckig und ich wasche dann einmal in der Waschmaschine die Beauty Blender oder ich wasche sie dann selbst mit der Hand, mit der Seife. Und da freue ich mich immer sehr, denn ich habe noch nicht so gute Pinsel gefunden, wo ich sage, wow, außer die Spectrum. Nur die Spectrum sind mir leider zu teuer
Und ich suche immer wieder so ein gutes Mittelding. BH Cosmetics ist gut, aber BH hat aufgelassen. Und deswegen weiß ich nicht, ob BH Cosmetics noch Pinsel produziert. Und dann habe ich hier eine große Tasche bekommen. Die schaut auch sehr edel aus, die Tasche. Wow, schauen wir mal, was da drinnen ist. Das ist eine Tasche von My Little Box und ich kenne dieses Design überhaupt nicht. Und was ist denn da drin? Hui, das sind ganz viele Masken, sehe ich gerade. Ganz viele Masken und Badezusätze. Ja, super, Badezusätze gehen bei mir immer und Masken genauso. Schauen wir mal, was da alles drinnen ist. Hier ist eine große Maske von Cade Verde. Schade, dass ich meine Maskensammlung abgedreht habe, sonst hätte ich die noch reingegeben. Also wir haben hier mal Cade Verde und das ist so etwas mit Apfelextrakt und Hyaluronsäure. Masken gehen bei mir immer. Dann hat die Jessie ganz gut aufgepasst. Sie hat mir meine Lieblingsmaske aus den Action reingelegt und da freue ich mich natürlich sehr, denn da, ich kaufe die mir immer nach. Da ist wirklich sehr gut aufgepasst. Und dann sehe ich etwas, wo ich mich riesig freue. Von Isana dieses Hydrogel-Augenpads. Und schaut mal, wie süß die sind. Ich glaube, die werden wir heute gleich einmal testen. Die lege ich mir dann gleich auf der Seite. Da war ja so eine Limited Edition mit den Disney-Figuren, mit den Disney-Zeichentrickfilmen. Und da hätte ich auf jeden Fall den ganzen Ständer leer gekauft. Ja, dann habe ich etwas hier, Tuchmaske mit Hyaluron, Vanilleextrakt und Kokoswasser. Super, das ist genau alles das, diese Richtungen, die bei mir eigentlich immer gehen. Dann sehe ich wieder mal eine ganz schöne Maske von Isana, Lass dich verwöhnen mit Pfingstrose und Aloe Vera. Finde ich auch super. Die werden wir also testen. Und dann habe ich noch etwas von Isana, eine Tuchmaske mit Vitamin C und Koffein. Die schaut auch sehr vielversprechend aus. Mit Koffein und Vitamin C finde ich auch einmal interessant. Dann haben wir eine Superfood-Maske für die Füße. Super, jetzt gerade im Sommer. Ey, super, dann freue ich mich. Von Mickey Mouse, ein Feuchtigkeit-Duo-Hydrolon. Da freue ich mich sehr. Das ist ja, ich glaube, das war diese Limited Edition damals, wo ich gesagt habe, ich würde den halben Ständer leer kaufen. Dann einmal süße Augenpads mit so Wolkenform. Einmal Exotic Party. Ui, die schauen ja auch ganz flashig aus. Schaut euch einmal an, wie die ausschauen. Super, da freue ich mich. Und dann hat sie mir von den Top Models noch diese ganz super schönen Joy of the Jungle, die habe ich mir einmal gekauft, glaube ich, aber ich wollte unbedingt noch einen Look dazu machen. Vielleicht ist das jetzt eine super tolle Gelegenheit. Dann habe ich bekommen von Top, also das ist alles jetzt mal von Top Models. Das ist diese Limited Edition, die haben mit den Top Models da zusammengearbeitet. Und diese Angel finde ich auch sehr schön, kann man einen schönen blauen Look machen. Also da freue ich mich sehr bei Augenpads und Maske, das geht bei mir immer. Dann eine aus den Müller Pfingstrosen und Vanilleduft. Das ist so eine Maske, die man sich dann mit einem Pinsel oder mit einem Spatel raufgeben kann. Und da freue ich mich sehr, denn ich habe letzte Woche im Aufgebraucht erzählt, wie gut das war. Und jetzt hat sie mir das von Jasmin reingelegt. Das ist mit Orangen und Jasmin. Also da freue ich mich richtig sehr. Und noch einmal habe ich jetzt etwas im Backup von der Cinderella. Super! Die mag auch sogar mein Sohn, also wir teilen uns das immer. Und hier habe ich noch zwei Masken bekommen aus der Isana. Das ist Pink Pearl und Pur Feuchtigkeit. Super Feuchtigkeit jetzt im Sommer geht immer. Und da habe ich sogar etwas aus dem Deeper. Badesatz mit Avocado und Traubenkernöl. Okay, gut, super. Super, so viele Masken, meine Liebe, und ich freue mich auf diese ganzen Limited Edition. Alles, wo ich schwer rankomme, freue ich mich umso mehr, ne? Genau, so. Ui, jetzt haben wir gerade über BH Cosmetics gesprochen und da schickt sie mir diese neue Edition von BH Cosmetics. Wahnsinn. Und die sind auch sehr teuer, die neuen. Die sind nicht mehr so günstig, wie die einmal waren. Ich habe ja gedacht, dass BH Cosmetics aufhören wird. Jetzt haben sie wieder etwas Neues. Komisch. Haben sie nicht gesagt, dass die aufhören werden? Und da hat sie mir gleich zwei
zwei Sachen reingelegt. Ui, und genau die habe ich euch letztes Mal beim ich bin in einer neuen DM, wo ich war, habe ich die euch gezeigt, habe sie aber nicht gekauft, weil ich gesagt habe, komm, du fährst jetzt im Urlaub, du brauchst wieder dort Geld. Und genau die habe ich euch gezeigt und genau die legst du mir hin. Also Wahnsinn, wie wenn du das gewusst hättest, dass ich mir die schon ein paar Mal angeschaut hätte. Die kenne ich jetzt überhaupt nicht. Das ist Highlight Palette Island Feeling. Ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, aber diese Palette mit Kontur, das ist wieder schön, weil ich habe nicht so große Paletten mit Kontur. Und da freue ich mich sicherlich sehr, weil wenn man etwas nicht hat und dann hat man etwas, wo man dann schminken kann mit Kontur, finde ich das perfekt. So schaut die Palette aus, sommerlich mit Palmen. Ui, die ist wirklich wunderschön. Die hat sogar auch einen Blush-Highlighter, Kontur und sogar noch einen super schönen Make-up. Schaut es mal her. Die kann man super toll nutzen für alles. Für Highlighter, Blush, Kontur und sogar noch ein Kompaktpuder hat sie dabei. Das brauche ich jetzt eher ein bisschen da, wo ich ein bisschen geweint habe. Ein bisschen versteckt. Fühlt sich angenehm an, ist super, also da freue ich mich sehr. Genau das Stückchen habe ich in der Hand gehalten und dann kaufst du mir das. Wahnsinn, super Jessie, danke. Ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich vielleicht mit den Sachen mal ein Schminkvideo mache, denn dann habe ich wieder etwas zum Testen und vielleicht ist das für euch auch interessant, weil diese LE gibt es zurzeit in DM, auch in Österreich habe ich gesehen und deswegen werde ich mir die auf jeden Fall mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe. Das ist eine Sunshine Glow Highlighter Palette. Ui, das ist ja auch was Schönes. Schaut euch einmal den Ton an. Das ist so peachig und hat aber noch etwas... Moment. Wow, das ist ja wirklich schön. Könnt ihr das sehen? Das ist so pfirsichmäßig, aber mit Gold. Also der Ton ist wirklich oh la la. Also der ist wirklich einzigartig. Super. Dann freue ich mich sehr, weil dann kann ich mit BH Cosmetic. Ui, das ist wirklich was Schönes. Den würde ich sogar auch gerne auch für den Topper verwenden. Der ist wirklich schön. Jessie, das wäre schon genug gewesen. Du hast mal, und das Paket ist noch immer nicht leer. Also du bist der Wahnsinn. Also du weißt, ich freue mich sehr, aber das ist wirklich schon viel zu viel. Ja, dann habe ich hier noch eine schöne AHW-Tasche. Schaut sehr schön edel aus. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Ui, da ist nochmal so viel. Ein Wahnsinn! Und wisst ihr, was lustig ist? Ich wollte das so gerne mal testen. Ich habe das schon bei so vielen YouTube-Kolleginnen gesehen. Das ist eine Magic Make-up Mousse. Ah, super. Ich glaube, Jessie, dass ich mir die Sachen, die ich zu einem Full Face brauche, rauslegen werde. Und ich werde mit euch schminken, denn ich bin auch sehr neugierig, was das kann. Und schaut euch mal das Design an. Wunderschön. Dann haben wir von Isana ein Vitamin Lippenöl. Vitamin Kokos und Mango. Ah, Kokos und Mango, das ist genau das, was ich mag. Da freue ich mich sehr und den werde ich sogar jetzt schon in meiner Reisetasche einpacken. Dann hat sie mir ein Liquid Eyeshadow von Rival Loves Me, den kannte ich auch so nicht. Super, ich mag sowas immer gerne. Oh, ist das schön, von NYX ein Glitzer. Und zwar habe ich einmal Silber, das ist so grau, und einmal das Grüne. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Das ist wirklich schön. Also so von NYX, glaube ich, habe ich vielleicht nur eines, aber nicht viel. Und da freue ich mich sehr. Also das ist super. Das werden wir auf jeden Fall mal testen. Ich weiß nur nicht, ob ich da noch etwas dazu brauche. Ich muss mir das einmal unten durchlesen. Falls ihr Erfahrung habt, ob ich da irgendetwas dazu brauche zu den Glitzer, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Aber wunderschöne Farben. Ui, das ist wirklich etwas Schönes. Dann haben wir hier von Rapid After Sun Gel. Ja, super. Nehme ich gleich mit im Urlaub. Ich werde für ein paar Tage wegfahren und deswegen kann ich das super toll gebrauchen. Von Isana eine Handcreme. Ui, ist das süß mit Bambi. Schauen wir mal. Ui, die riecht so richtig fruchtig.
Wow, super. Da freue ich mich sehr, weil das sind diese ganzen Disney-Figuren und Bambi ist einfach ein Herzstück. Ein Lippenstift von Revol Loves Me. Da habe ich etwas, das 24 Hours steht. Das ist so vielleicht ein Lipgloss und das ist Lip Long Lastic. Okay. Und diese Farbe ist auch wunderschön. Schaut sehr gut aus. Und da hat sie mir von Catrice, ich glaube, das war jetzt die vorletzte E, diesen wunderschönen Lippenstift reingelegt. Schaut euch einmal an, wie schön das hier alles graviert ist. Also richtig schön. Die LE wollte ich mir nicht kaufen, weil ich mir gedacht habe, ich habe eh so viel. Also die Jessie hat wirklich alles geschaut, dass sie genau gewusst hat, was ich habe und was ich nicht habe. Ui, das ist auch was Schönes. Liquid Eyeshadow. Ui, das ist auch schön. Schaut euch mal an. Ich habe ja extra einen kleinen Körbchen, wo ich diese ganzen Liquid-Sachen reingebe. Und die Tasche ist auch sehr schön, schlicht in einem schönen Braun gehalten. Super. Die nehme ich gerne mit, wenn ich unterwegs bin oder was. Und das hört nicht auf. Jessie, was hast du gemacht? Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich am besten anfangen soll. MeDouche-Regenerationszeit mit Rosmarin und Annika. Erlebte wohltuende Pflege nach dem Sport. Duschen mit Rosmarin, Annika-Blüten sowie Pflegende. Mhm, interessant. Ach so, das ist ein Spray. Ui, aber den Geruch mag ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn du mir nicht böse bist, diesen Geruch nach Annika, wenn ich das herschenken darf, dann sag mir bitte Bescheid. Ansonsten würde ich alles behalten. Ich glaube nur der, weil es bringt sich nichts, wenn der bei mir steht und der keine Verwendung hat. Das ist ja noch einmal so viel alles. Wahnsinn. Ui, da ist ein wunderschöner Pinsel von Essence für Augenbrauen. Und Augenbrauen gehen bei mir immer. Na, da freue ich mich sehr, weil das sind ja solche Sammler Limited Edition Sachen. Die gibt es ja fast nicht mehr zu kaufen. Ich kann mich erinnern, das war vor der Zeit, wo ich YouTube gemacht habe und dann eine Pause gemacht habe. Ich glaube, dass ich davon nur einen Pinsel habe. Eine Bodylotion. Also ich schätze mal, die wird genauso gut riechen wie die Bambi. Ja, super. I love it. Super. Das ist wieder mal etwas, wo ich sage, super, dass du genau meinen Geschmack getroffen. Und da freue ich mich richtig sehr. Oh mein Gott, was ist denn da los? Boah, eine riesengroße Barbara-Box. Und die schaut aber richtig schön aus. Ich glaube, die werde ich mir auf jeden Fall meine Schminksachen da reingeben. Und kommen wir mal zur Barbara-Box später. Ich schaue mal, was da noch alles unten ist. Und dann kommen wir zur Barbara-Box. Supi von Bilou, dieses Cherry Kish. Also ich habe mir das wirklich, also hat die wirklich alle meine Videos angeschaut oder zumindest auf Instagram. Also ich habe viele Bilous, aber den und den Sunny Funky habe ich wirklich nicht und da freue ich mich sehr. Ich möchte auf jeden Fall meine Bilou-Sammlung einmal zeigen. Ich liebe diese süßen, flüchtigen Düfte. Da freue ich mich sehr und da sehe ich ein ganz, ganz süßes Abschminktuch. Oh, mit einem ganz, ganz süßen Eichkätzchen. Schaut euch mal an, wie süß das ist. Und das ist super. Ich brauche die immer super toll für Swatches oder so oder zum Mitnehmen auf der Reise. Perfekt. Das habe ich mir angeschaut letztes Mal bei jemandem. Und manchmal mag ich Orangen und Himbeeren einfach sehr, weil das Ganze auch noch einmal so erfrischen kann. Das ist eine Bodylotion. Na, da bin ich sehr gespannt, wie die riecht. Das kann noch etwas mal Erfrischendes haben. Ich glaube, dass ich jetzt eingedeckt bin mit Bodylotion und mit Duschschäumen und das Ganze super. Hoppala, ist mir runtergefallen. Leider, Gott sei Dank, ist es nicht kaputt gegangen. Ich habe hier fast keinen Platz mehr. Im Sommer dusche ich jeden Tag und im Winter dann jeden dritten, vierten Tag. Aber im Sommer, das ist einfach ein Must-Have bei mir. Sobald ich zu Hause komme und schweißgebadet bin, dann schnell unter die Dusche. Und da gehen auch im Sommer die Duschgele fast alle leer, weil ich auch so viel aufbrauche. Ne? Ja, genau. So, dann habe ich hier etwas, was ich auch interessant finde. Von Isana, eine Super Serum Lotion für Food. Aha. Habe ich auch so nicht gesehen. Isana Serum Lotion Food. Körper mit Hyaluron und Drachenfrucht. Na, das ist einmal interessant.
Riecht ganz angenehm. Habe ich auch so bei euch in Deutschland in dem Haus auch nicht gesehen. Und da habe ich, das ist von Action, die habe ich letztes Mal auch getestet und die ist wirklich gut von Sense. Die Peel-Off-Maske, wenn man die länger oben hat, kommt wirklich alles schön weg vom Peeling. Also die ist super, die feiere ich und die werde ich auch wieder mal in Short testen. Und dann hat sie mir von der Marke Bundi Jolie Orangenblüten-Vanilleduft-Handcreme. Das finde ich gut, das ist auch so eine eigene Marke bei euch. Bundi Jolie hat nicht jeder Bundi, aber ich habe schon einiges davon gehört und ich habe schon einige Masken bekommen. Und die riecht einfach auch super toll. Also dieses Bundi Jolie oder wie das heißt, ich kenne das Geschäft gar nicht und bei uns gibt es das ja auch nicht. Aber ich glaube mal, das ist wahrscheinlich so eine Eigenmarke, so ähnlich wie Action, habe ich gehört von einer Zuschauerin. Und drinnen sind noch Leni Lashes, 100% Humanhaar. Okay, interessant. Werden wir auch einmal auf jeden Fall ein Schminkvideo testen. Der Karton ist jetzt, oder das Karton ist jetzt leer. Und ich muss euch sagen, da ist noch so viel drinnen. Und genau, da hat sie mir auch nochmal so ein schönes Säckchen reingelegt. Da waren die ganzen Süßigkeiten drin für meinen Sohn. Und diese Milka-Säckchen, das finde ich ganz süß. Ich hebe sowas immer auf. Und wenn es dann Ostern ist oder was, dann verwende ich sie immer. Und jetzt würde ich sagen, das ist auch sehr schwer. Jetzt würde ich sagen, öffnen wir mal die Box. Wahnsinn, da ist ja noch einmal so viel drinnen. Und ich sehe etwas, wo ich mich jetzt sehr freue, denn ich habe letztes Mal in irgendeinen Short oder was habe ich gesagt, dass es diese Creme leider nicht mehr gibt. Also ich glaube wirklich, dass die Jessie alle Shorts und angeschaut hat, denn ich habe erzählt in so eine, das ist nämlich so eine Feuchtigkeit mattierende Creme für Mischhaut. Und ich habe erzählt, dass das leider bei mir nicht mehr gibt. Und ich habe mir da, glaube ich, 3 oder 4 Backup schon mal gekauft von Biroteam. Und da hat sie mir tatsächlich das reingelegt. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich einen Backup wieder habe. Denn ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 leer gemacht, weil ich es so gut gefunden habe. Und da freue ich mich sehr. Und da steht etwas dabei. Hallo meine Liebe, ich habe gesehen, dass du schon 2 davon hast. Nun ist das Trio komplett. Habt ihr meine gegeben? Busse, das ist lieb. Da wird sie mir irgendeine Lidschattenpalette gegeben haben. Jetzt schauen wir mal, was sie da meint. Da ist etwas verpackt. Vielleicht passt das mit dem. Genau, da habe ich einmal von Revolution meine komplette Revolution-Sammlung gezeigt und da habe ich die blaue und die pinke und die habe ich tatsächlich nicht gehabt. Jetzt habe ich natürlich ein Trio und das ist einfach wunderschön. Schaut euch einmal an, wie schön das bitte ist. Ich bin gespannt, wie die Farben sind, denn ich weiß nur, dass die Pigmentierung von den Revolution-Paletten auch sehr gut ist. Das ist mehr so eine bräunliche, dunkelbraun Kirsche Farben. Ja, könnte man super toll im Herbst nützen, die Farben. Aber das Design gefällt mir wieder mal so gut und die Farben kann ich mir gut vorstellen für den Herbst. Vor allem diese drei da, die könnte man super toll im Herbst auch nützen. Also ich werde mal die Palette mir im Herbst noch einmal anschauen, aber ich bin schon so happy, weil ich einfach die so cool finde. Also das ist wirklich etwas ganz Cooles mit diesem Glitzer und so weiter. I love it. Also da freue ich mich sehr und dass du auch mein Video geschaut hast und dir das auch gemerkt hast. Also das ist auch einmal, das ist etwas, wo ich dann wirklich sage, da weiß man immer, dass die Leute auch wirklich schauen, aufmerksam sind. Dankeschön. Da freue ich mich sehr. Die kommt auf jeden Fall nächstes Jahr wieder in meiner Revolution-Sammlung. Puh, da ist ja noch so viel drinnen, Jessie. Also wirklich, ich muss einmal was trinken. Ich bin schon fast am Verdursten. Das war jetzt eine Achterbahn der Gefühle heute. Da sehe ich wieder eine wunderschöne Palette. Rival de Loop Bright
Look. Das schaut aber auch schön aus. Wow. Die schaut sogar der Nyx ein bisschen ähnlich. Das ist eine wunderschöne bunte Palette. Die kann man auch super toll nutzen, auch für bunte Looks. Schauen wir mal. Die hat hier so zwei, drei Glitzer. Schaut aber gut aus. Schaut euch mal an. Die hat hier so zwei, drei Glitzer. Und sie hat auch viele matte Farben, was man auch super toll nutzen kann, wenn man den Würfelspiel macht oder was. Dann kann man die super toll nutzen. Pigmentierung ist ganz okay. Ich verwende meistens die Pigmentierungen, wenn sie von Viva Loves Me sind oder aus den Action. Wenn sie manchmal nicht gut pigmentiert sind, dann verwende ich meistens einen Primer. Aber der Action Viva Loves Me, die haben fast immer gute Qualität für den Preis. Wie ich ja schon einmal gesagt habe, es muss nicht immer alles teuer sein. Und da freue ich mich sehr, denn ich bin ja so eine, die gerne testet und so. Und das sind, glaube ich, Body Tattoos. Das ist von der Take Me to the Beach Reihe. Ja, das ist super. Das ist ja cool. Und da habe ich schon eine Idee, wenn ich das so sehe. Da habe ich schon einige Ideen, was ich da machen kann. Ich bin gespannt, wenn du das dann alles siehst in den Videos. Was ist denn das Schönes? Von Rival de Loop ein Make-up-Schwamm in Jungle. Schaut euch mal an. Süß. Also Make-up-Schwämmchen, Pinsel, das geht immer bei mir. Und der ist sogar abgeschrägt. Also super. Na, da freue ich mich wirklich sehr. Und der Tiger, also ich liebe so Tigermuster und so. Kirschentiger, das sind so. Ui, da gibt es sogar von Rival Intro the Jungle ein Bronzer. Moment. Ui, der ist aber wunderschön. Schaut euch einmal die Einprägung an. Ich komme jetzt ein bisschen näher. Schaut euch mal an, wie schön das bitte ist. Wunderschön. Ja, und der ist jetzt nicht so dunkel. Wenn man den gut verblendet, ist der gar nicht so dunkel, wie er ausschaut. Finde ich toll. Ich liebe solche Bronzer. Ich sammle ja das und deswegen ist es für meine Sammlung, die wollen auch zu die Schwestern und zu die Brüder. Ne? Die schreien schon, gib mich in die Lade, gib mich in die Lade. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt schon so viel, meine Liebe. Aber ich freue mich, das alles zu testen, das zu benutzen, die ganzen Duschgele und wir sind noch nicht fertig. Was ist denn das Schönes? Mei, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Jessie Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich habe das irgendwo bei jemandem gesehen aus dem Deutschland, aus dem Instagram. Da hat eine urgroße Duftkerze gehabt von Haribo. Da hat sie gesagt, geht's alle beim Lidl, die gibt's. Dann war ich beim Lidl, habe sie nicht gefunden, weil ich liebe ja Haribo. Oh, das riecht total süß, das ist genau meins. Das ist super. Also ich glaube, dass ich mir die Kerze jetzt im Sommer gleich verwenden werde, weil das riecht tropikal und das ist genau richtig für den Sommer tropikal. Super, dann werde ich ihn aufgebraucht berichten. Und also wirklich, das ist ein Wahnsinn. Alles, was ich wollte oder mir gewünscht habe, ist fast da. Alles, was ich mir nicht gekauft habe, wenn ich mir gedacht habe, gut, brauchst ja nicht alles, ist einfach jetzt da. Und das ist einfach überwältigend, weil ich freue mich, dass ich ja nicht jetzt alles doppelt bekommen habe und so. Und ja, wenn man ein bisschen schaut, meine Videos oder ein bisschen in den Stories, dann sieht man ja eh vieles, was ich habe. Und da freue ich mich sehr, das ist aus den Action, das sind diese magnetischen Eyeliner-Set. Da hat man so ein Set. Könnt ihr beim Action kaufen, wenn euch das interessiert. Und ich habe meine, glaube ich, schon nicht kaputt gemacht, aber meine habe ich irgendwie verloren. Also ich finde meine nicht mehr und deswegen habe ich jetzt noch ein Set und das ist super. Das schaut so drinnen edel aus. Also wir werden es auf jeden Fall mal testen. Ich weiß nur nicht, wann ich das alles schaffe. Aber ich werde es auf jeden Fall in den Short benutzen und dann werdet ihr das sehen. Super, Jessie. Dann habe ich bekommen von Rival de Louvre Aqua Boost Under... Super! Das ist intensive Feuchtigkeit unter den Base-Augenpartie und lässt sich leicht fächern wirken. Flüssige Seide für Soforteffekt und wachen Blick. Ui, wachen Blick, braucht man das nicht alle? Super, das werde ich auf jeden Fall testen. Ich glaube sogar, dass ich genau diese Palette vielleicht sogar auch noch bekommen habe von der lieben Micha. Da muss ich wirklich mal schauen. Also
Ja. Dann habe ich hier von Balea Lippenpflege Melodie. Finde ich auch toll, wenn man trockene Lippen hat. Und da ist noch etwas eingepackt. Oh mein Gott, da freue ich mich sehr, denn ich habe mir diese Palette gewünscht. Ich habe sie mir gewünscht. Ich habe mir schon ein paar Schminksachen, Schminkvideos mit der Palette angeschaut. Das ist diese Take Me to the Beach Palette. Und die ist einfach nur schön. Also wirklich von alleine von der Aufstellung her, dieses Blaue, dann dieses wunderschöne Gold, dann dieser Braune. Also das ist wirklich so schön und das werde ich auf jeden Fall gerne schminken. Ich hoffe, das geht sich alles noch aus von meinem Urlaub. Gut, der Sommer ist ja noch lange bis August, also haben wir da noch ein bisschen Zeit. Werden wir auf jeden Fall ein Schminkvideo machen. Und dann habe ich passend dazu diesen HD Body and Face Bronzer bekommen. Ein Wahnsinn. Also ich sage immer, Rival Loves Me hat wirklich so schöne Limit Edition. Schaut euch mal an, wie schön bitte ist dies. Das ist für Body und Gesicht. Also richtig schön. Ja. Also, da werden wir ein Schminkvideo machen. Hui, dann habe ich noch einmal einen Lippenstift bekommen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Farbe. Genau, der andere war ein bisschen rot und der ist ein bisschen so nudig, was ich auch sehr gerne für den Alltag verwende. Ich verwende gerne Rot für die Videos, aber für den Alltag verwende ich auch sehr gerne Nude. Und dann habe ich bekommen zwei Blush. Einmal einen von Rival Loves Me. Der schaut ein bisschen den Catrice Blush ähnlich. Ein bisschen schon, oder? Der ist nämlich auch so Öl-Infus Blush. Und einmal habe ich bekommen von Rival Loves Me Baked Blush und Highlighter. Und das ist schön, das ist ein gebackener. Und das ist wunderschön. Schaut mal her, wie schön das ist. Das Koralle und der Highlighter, super. Dann hat man Blush und Highlighter in einen. Und da freue ich mich natürlich sehr. Und das Ganze hat noch kein Ende. Es sind noch ein paar Sachen da. Also, ich habe bekommen einen Kabuki. Super, Kabuki, I love it. Weil der Kabuki ist einfach super im Sommer. Kann man sich den super toll auftragen, auch das Make-up zum Fixieren. Super. Super. Das ist irgendeiner, den kenne ich auch die Marke gar nicht. Sagt mir jetzt auch gar nichts. Beauty Tick. Gut, kenne ich nicht. Vielleicht ist das bei euch in Rossmann oder vielleicht, ja, auf jeden Fall, ich kenne die Marke nicht. Ja, dann habe ich eine Schabens oder Schabens Hydrogel Augenpads Cooling Effekt. Super, die nehme ich jetzt mal gleich auf der Seite. Die werde ich mir jetzt gleich einmal drauf tun. Das sind diese Hydrogel Augenpads, reduziert Augenschatten und Schwellungen bis zu 81% Fett. Super, die werde ich mir jetzt gleich nützen. Dann habe ich hier von den Action dieses wunderschöne Gold and Collagen Serum. Das ist auch sehr gut. Habe ich schon mal verwendet, ist sehr gut, hat so kleine Goldpartien und oft hat es der Action, aber oft auch nicht. Es kommt immer darauf an, welche Saison, aber der ist gut und den habe ich schon gar sogar leer gemacht. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt und zwar ist es irgendetwas Hochwertiges. Das ist ein Eyelash Serum. Long am längsten. Ja, genau. Das ist X-Lash, das ist ein Serum und das ist auch sehr hochwertig gemacht. Life is your short, your lash, sand be X-Lash. Mhm. Das ist, ja, ich schätze mal, das ist ein Serum für die Wimpern. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ich wollte mir das Kokain kaufen. Das ist dieses, was es in... Dieses Lash-Serum von Kokain wollte ich mir kaufen, was es in DM gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das 15 Euro kostet oder 29,99. Ich weiß nur, dass es zwei von denen gibt. Viele haben gesagt, mach es nicht, dann werden die Wimpern kaputt. Viele haben gesagt, sie haben super tolle Ergebnisse gefunden. Und ich finde das nicht schlecht, weil dann könnte ich das wirklich einmal testen, so jeden Tag. Und dann könnte man wirklich schauen, ob sich da was getan hat, weil das schaut sehr, sehr hochwertig aus. Hat jemand damit Erfahrung, könnt ihr mir gerne schreiben. Auf jeden Fall werde ich das testen, wenn ich vom Urlaub zurückkomme. Und ja, schaut sehr hochwertig auch aus.
ja, die Verpackung auch alleine. Ich werde auf jeden Fall testen einmal und dann schauen wir mal, was sich da so in einer Woche getan hat. Obwohl ich sagen muss, ich bin mit meinen Wimpern eigentlich eh zufrieden und ich schwitze jetzt schon sehr, denn es fängt schon langsam an, bei uns wieder heißer zu werden. Jetzt Vormittag war es nicht so, aber jetzt fängt es schon wieder an. Oh, liebe Jessie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin von deinem Paket wirklich, wirklich überwältigt. Du hast mir alles reingegeben, was ich nicht habe. Du hast aufgepasst, du hast dir ein paar Shorts sicherlich angeschaut, du hast geschaut, was ich gesagt habe, was ich mir in den Hals gekauft habe. Vielleicht, dass einmal zwei oder drei Sachen doppelt waren, aber das ist nicht so schlimm, denn ich, wenn ich etwas mag, dann ist das auch nicht schlecht, wenn ich es im Backup habe. Es heißt ja nicht, wenn ich einmal was getestet habe, dass ich es dann nie wieder mehr verbrauche oder nicht verwenden kann, ne? Auf jeden Fall, einige Sachen werden im Urlaub mitkommen. Da freue ich mich jetzt schon sehr. Einige Sachen werde ich jetzt schön einschlichten zu den anderen Sammlungen. Ich bedanke mich in auch noch einmal, auch mein Sohn hat sich eh schon mal bedankt in WhatsApp bei dir, weil er dir auch so eine kleine Sprachnachricht gegeben hat. Aber trotzdem möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken und wirklich von ganzem Herzen, ich schätze das sehr. Und ich weiß, dass das alles nicht billig war und ich weiß, ja, was soll ich weiß, also du weißt auch und ja, ich bin wirklich hin und weg und wie gesagt, ich habe dir auch gesagt, liebe Jessie, mach da keinen Stress. Wenn du es kannst, schickst, auch wenn du es nicht geschickt hättest, hätte ich dich nicht mehr oder weniger geliebt. Also, wie gesagt, es muss man mir ja nicht was schicken, aber wenn ihr gerne ein Geburtstagsgeschenk schicken wollt oder was zum Ostern, klar freue ich mich, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja keine große YouTuberin, dass ich hier Geld verdiene oder irgendetwas. Und wenn man mal etwas bekommt zum Testen und ich kann es auch zeigen in den Videos, klar freue ich mich. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich brauche das alles nicht, ja. Klar freue ich mich, ja. Kleine YouTuber, ich meine, klar gibt es noch ein bisschen kleinere, aber man muss doch sehr viel Reichweite haben, damit sich das auszahlt, damit man hier etwas verdient. Und solange das bei mir die Zahlen nicht so stimmen, brauche ich auch kein Kleingewerbe. Also zu dem Thema kommen wir mal ein anderes Mal, das ist ein anderes Thema, aber ich wollte euch nur mit sagen, dass ich mich freue, wenn ich mir jetzt einmal bei einem Video mal was sparen kann von BH Kosmetik, dass ich das testen kann für euch. Dann habe ich wieder ein Video, etwas Neues für euch und ja, meine Liebe, danke. Danke an alle Zuschauer, die geschaut haben und ja, was soll ich sagen, das Paket ist wirklich top. Ich beende jetzt das Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video, wenn ihr wollt, wenn ihr mich abonniert, die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.